Kaufmann, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Gerade hat es funktioniert, also vor einer halben Stunde. Und jetzt muss ich mal schauen. Also vielen Dank für die Einladung, hierher zu kommen zu der Ringvorlesung Zukünftiges Wirtschaften. Ein Thema, das meiner Ansicht nach ganz wichtig ist und ich finde es auch sehr zu begrüßen, dass Sie sich mit dem Thema innerhalb der pluralen Ökonomik auseinandersetzen, dass Sie also das, was in den Regelvorlesungen nicht so zur Sprache kommt, dass Sie das im Rahmen einer solchen Ringvorlesung thematisieren, weil es darum geht, womit wir uns heute beschäftigen, ist die Frage, muss die Wirtschaft wachsen? Also das ist eigentlich etwas, was wir sozusagen in unserem DNA haben, als Vorstellung. Jeden Tag, wenn Sie beispielsweise die Nachrichten hören oder wenn Sie Fernsehen gucken, und zwar beispielsweise die Börse vor 8, dann wird immer darüber berichtet, ja, wie geht es eigentlich mit dem Wachstum, wie wachsen wir, wenn wir nicht wachsen, haben wir da ein Problem und wie sollen wir eigentlich wachsen? Und genau um diese Frage geht es hier in dem Vortrag. Ich hoffe, ja, jetzt funktioniert es, Gott sei Dank. Also es geht um die Frage der Postwachstumsökonomie. Das ist eine Diskussion, die es seit ungefähr 10 Jahren gibt. Im Rahmen dieser Entwicklung der nachhaltigen Diskussion oder des Leitbilds nachhaltige Entwicklung. Sie haben ja den Vortrag von Ernst Ulrich von Weizsäcker gehört, der sehr stark in dieser Diskussion nachhaltige Entwicklung involviert ist, hat ja auch was mit dem Club of Rome zu tun und hat ja auch sehr viele Bücher dazu verfasst, also Faktor 4, Faktor 5 sind alles Standardwerke der Diskussion. Und womit wir uns hier beschäftigen, ist die Frage, muss eigentlich die Wirtschaft, jetzt kommt dieses blöde Ding, das konnte ich nie wegkriegen, jetzt ist es. Okay, also ich glaube, ich schmeiß den Computer weg, aber das ist ja wertvoll, deswegen werde ich den wahrscheinlich zum Recycling bringen. Okay. Also, womit wir uns hier beschäftigen, in zwei Teilen. Ein Teil wäre die Frage ewiges Wachstum. Ist Wachstum eigentlich ein Fetisch? Gibt es die Vorstellung, dass wir wachsen müssen? Wenn wir nicht wachsen, haben wir ein Problem. Die zweite Überlegung ist, können wir ewig wachsen? Ist Wachstum nicht begrenzt? Jetzt gibt es immer die Bemerkung, ja, Bäume wachsen auch nicht in den Himmel. Die Natur wächst auch, stirbt ab, wächst wieder. Also es gibt einen Kreislauf, wenn man so will. Eine Veränderung, eine ständige Veränderung. Bei uns in der Ökonomie ist die Vorstellung, dass wir stetig wachsen. Also wir haben ja auch ein Gesetz, das heißt das Wachstums- und Stabilitätsgesetz, wo es um eine angemessene Wachstumsrate geht. Also die Politik soll für eine angemessene Wachstumsrate sorgen. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der Frage, was sind die Alternativen oder wo liegen die Alternativen? Wie können wir uns von dem Wachstumsparadigma lösen? Also Paradigma ist ja eine Lehrmeinung. Und diese Lehrmeinung wird sehr stark in der Volkswirtschaftslehre vertreten, nämlich Wachstum gehört zu unserem Wirtschaftssystem. Wie wir wachsen, gut, da gibt es relativ wenig konkrete Vorstellungen, aber innerhalb der Marktwirtschaft, innerhalb des Kapitalismus ist Wachstum sozusagen angelegt. Und als letzten Punkt will ich dann ganz konkret versuchen, Suffizienzpolitik, das heißt also jetzt nicht im Sinne von, worauf müssen wir verzichten oder was sollten wir nicht unternehmen, sollten wir zurücktreten, sollten wir uns nicht entwickeln,
gibt es keinen Fortschritt. Nein, das ist nicht gemeint, sondern unter Suffizienzpolitik ist die Vorstellung, welche Veränderungen, wie wird die Transformation in eine, wenn man so will, Postwachstumsgesellschaft oder Postwachstumsökonomie, wie wird die diskutiert? Und ich muss gleich von vornherein sagen, es ist ein Suchprozess gegenwärtig. Das heißt, es ist nicht eine ganz konkrete Vorstellung, so wird der Weg sein, sondern es ist eine Diskussion um die Frage, müssen wir stetig wachsen? Und eine Idee, die ja im Grunde eigentlich damit zusammenhängt, ist Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand. Wohlstand hat immer etwas, unsere Idee von Wohlstand hat was mit wachsender Wirtschaft zu tun. Also ist Wohlstand nur dann garantiert, wenn wir eine wachsende Wirtschaft haben. Und wir haben eine ganze Palette von Diskussionsthemen und im Mittelpunkt steht, gibt es eine Wirtschaft ohne Wachstum? Und wie sähe die aus eigentlich? Also gleich mal die grundsätzliche Frage, ist dauerhaftes Wachstum auf einem ökologisch begrenzten Planeten möglich? Und dazu haben wir schon seit 1972 die Diskussion des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Und die Diskussion geht eigentlich dahin, dass gesagt wird, unsere Erde ist nicht unendlich. Je mehr sich menschliche Aktivität den Grenzen der irdischen Kapazität nähert, umso sichtbarer und unlösbarer werden die Schwierigkeiten. So, das ist eine Aussage von 1972. Und wir haben gegenwärtig diese Diskussion ja beispielsweise an den Freitagsdemonstrationen, also Klimaschutz. Die Frage, wie sieht denn eigentlich die Lösung aus? Welche Lösungswege gibt es? Innerhalb der Volkswirtschaftslehre gibt es auch die Diskussion Grenzen des Wachstums. Und zwar die hauptsächlich in den Lehrveranstaltungen verwendete Literatur ist Mankiw Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Und da heißt es, natürliche Ressourcen stellen eine Grenze des Wirtschaftswachstums dar. Es ist zunächst schwer von der Hand zu weisen, das, was der Club of Rome 1972 formuliert hat, dass man dies ja als Grenzen des Wachstums erkennen müsse. Aber, und das ist die Grundhaltung, die heute sozusagen beherrschend ist, der technologische Fortschritt eröffnet Wege, die Grenzen zu umgehen. Das ist bei Mankiw Taylor nachzulesen. Und die setzen sich schon mit dem Thema auseinander. Nur ihre Antwort ist, technologisch ist alles beherrschbar. Ja? Das ist die Vorstellung. Und die Vorstellung ist, Wachstum ist die Triebfeder des Wohlstandes. Jetzt mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Ich habe hier ein Zitat geschrieben. Mit der gegenwärtigen Politik der Industrieländer, ihre Wachstumsraten zu maximieren, fahren wir den Planeten an die Wand. Die Frage, wer hat dieses Zitat, könnte jemand sagen, wer dieses Zitat geäußert hat oder wer diese Aussage geäußert hat? Sie würden sagen, ein Grünpolitiker oder ein von der Zivilgesellschaft, Greenpeace oder gibt es vielleicht eine andere Idee? Nein? Okay. Das ist Horst Köhler, der ehemalige Bundespräsident und Direktor des IWF, des Internationalen Währungsfonds, der das in einem Zeit-Interview gesagt hat, nämlich 2015. Und ich denke, also Horst Köhler ist jemand, der sehr stark über diese Entwicklung der Industriegesellschaft nachgedacht hat und gesagt hat, stetig wachsen. Und wir reden hier nicht über die Welt an sich, sondern wir reden über die reichen Industrieländer, die Länder des Nordens. Wir reden über uns und wir reden nicht über Afrika oder über Südamerika oder sonst wo, sondern da geht es um was ganz anderes.
da ist es ja auch teilweise notwendig, und ich werde am Schluss nochmal dazu kommen, die Sustainable Development Goals zu erwähnen, da gibt es Notwendigkeit des Wachstums, aber nicht bei uns. Also wir reden über uns, über Industriegesellschaften. Die Fragestellung, die immer relevant ist in dem Zusammenhang, meiner Ansicht nach, ist, bedeutet eine Wirtschaft ohne Wachstum, dass eine Gesellschaft keinen Fortschritt hat, also dass wir keine Entwicklung haben, dass wir sozusagen eine Stabilität erreichen, wo wir uns nicht mehr bewegen, wo nichts mehr passiert, keine Innovationen und so weiter. Ist das das Thema? Oder ist es überhaupt vorstellbar, dass im Kapitalismus die Wirtschaft nicht wachsen kann? Ein Unternehmer hat mal gesagt, ein Unternehmen, das nicht wächst, verschwindet vom Markt. Da haben wir ganz andere Beispiele. Da habe ich sehr viele Beispiele aus Besuchen von Unternehmen und Kenntnis von Unternehmen. Ich habe auch mal eine Sendung für den Bayerischen Rundfunk gemacht über Hidden Champions. Hidden Champions, die also weltweit in dem Markt, in ihrem Markt Weltführer, Weltmarktführer sind und die für sich sagen, Wachstum ist für uns nicht das zentrale Problem. Wir müssen nicht wachsen. Wir brauchen nicht mehr Leute, wir brauchen nicht mehr Umsatz, wir brauchen nicht mehr Rendite, sondern wir sind zufrieden mit, wenn wir in dem Markt weiterhin erfolgreich agieren. Wir müssen nicht stetig wachsen. Ja? Und ich könnte Beispiele von Unternehmen sagen, wir haben ja über 70% der Unternehmen in Deutschland sind mittelständische Unternehmen, sind familiengeführte, teilweise familiengeführte Unternehmen, sind nicht die, die über die in der Börse vor acht berichtet wird. Das sind die Aktiengesellschaften, das sind die DAX 30 Unternehmen, ja, über die wird berichtet. Und die haben einen, denke ich mal, vom Finanzmarkt her bestimmenden Wachstumsdrang und Wachstumszwang. Das denke ich schon. Die müssen ständig Quartalszahlen vorlegen, die etwas besser sind als im Quartal vorher. Aber die Gros der Unternehmen haben nicht den Wachstumsdrang. Ja, wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, dann sind und ihren Markt bedienen können, dann sind die erfolgreich und können erfolgreich leben. Sie müssen nicht stetig wachsen. Gibt's genügend Unternehmen, die sagen, wieso müssen wir jetzt da noch mehr haben? Zurück, ganz kurz zurück auf unsere Geschichte. Wir leben in einer Gesellschaft, Industriegesellschaft und in einem Zeitalter, das Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich begonnen hat. Man könnte natürlich sagen, ja, das ist schon Ende des 18. Jahrhunderts gewesen, als nämlich die Dampfmaschine erfunden wurde oder ja, Eisenbahn 1835 zwischen Nürnberg und Fürth gefahren ist. Eigentlich ist es so richtig losgegangen erst mit der Gründerzeit, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und der hier ja referierende, vor einigen Wochen referierende Ernst Ulrich von Weizsäcker hat in dem Vorwort zu dem Buch von Ugo Bardi, Der geplünderte Planet, geschrieben, man kann unsere Geschichte auch als Geschichte der zunehmenden Fähigkeit der Ressourcenaneignung beschreiben, in deren Verlauf es dem Menschen gelungen ist, seinen Wohlstand stetig zu mehren. Wir haben also eine Entwicklung, die Industrialisierung hat etwas damit zu tun, dass wir hier im Grunde eine Veränderung der Produktionsweisen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, der Übergang von der agrarischen zur industriellen Produktion, der maschinellen Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen, und zwar hauptsächlich unter Einsatz von fossilen Energien, Kohle, Erdöl, Erdgas, womit wir heute zu uns auseinandersetzen, womit wir heute fragen, müssen wir nicht weg von den fossilen Ressourcen, also Kohle, Erdöl und Erdgas oder von den Ressourcen, die im Grunde eigentlich die Folgen für die Umwelt verursachen.
So, das als ein kurzer historischer oder, wenn man so will, ein Eindruck, der nochmal deutlich macht, wo stehen wir eigentlich? Wo sind wir? Vor welchen Problemen stehen wir? Und dann stellt sich die Frage, wie wird eigentlich das, was wir diskutieren, nämlich die Frage Wirtschaftswachstum, wie wird das eigentlich gemessen? Vor einigen Jahrzehnten war das noch, als ich studiert habe, hieß es noch Bruttosozialprodukt, aber das war scheinbar ein bisschen zu sozialistisch, deswegen hat man dann das als Bruttoinlandsprodukt bezeichnet. Jeder, der Volkswirtschaftslehre studiert oder Ökonomie studiert, weiß sofort, kann sofort sagen, was das dieses Bruttoinlandsprodukt ausdrückt. Zumindest müssen Sie sagen können, nämlich im Grunde die Wirtschaftsleistung. Also der Wert aller Güter und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft in einem Jahr, gemessen in Marktpreisen. Ja, das ist das, was wir hier immer wieder als die Vorstellung von Wachstum, Wirtschaftswachstum, wir nennen das BIP-Entwicklung. Also wie entwickelt sich das Bruttoinlandsprodukt? In Deutschland sind es ungefähr 3,3 Billionen im Jahr 2018. Innerhalb von 10 Jahren um 820 Milliarden Euro gestiegen. Also pro Jahr, Milchmädchenrechnung, pro Jahr um rund 80 Milliarden Euro steigt das Bruttoinlandsprodukt. Sie können Sie das absehen, können diese Säulen betrachten und sagen, wunderbar, sehr schön. Also wir haben hier eine stetige Entwicklung. Nur wir haben schon mal auch ein bisschen Einbrüche gehabt. Immer, wir diskutieren eigentlich nicht die absolute Zahl des BIP, sondern immer die relative, also die Zuwachsraten. Also wie steigt jetzt vor kurzem wieder im Jahr 2018 ist das BIP um 1,4% gestiegen. Ist das genug oder nicht? Die meisten sagen, ja, naja, wir hatten schon mal höhere Wachstumsraten. Aber wir hatten auch schon mal einen ganz tiefen Fall. Und zwar die minus 5,6%. Das war 2009. Aber alle wissen, das war die Finanzkrise. Das war hat mit dem wirtschaftlichen Entwicklung, mit dem Wirtschaftsprozess im Grunde eigentlich nichts zu tun gehabt, sondern das war eine durch den Finanzmarkt verursachte Krise. Und dann gab es natürlich auch noch einige Einbrüche hier. Der kranke Mann Europas, das war 2003. Und zwar politisch gesehen, der Herr Stoiber hat damals um die Kanzlerschaft kandidiert und ist angetreten gegen die SPD-Grüne Regierung. Und da wurde gesagt, der kranke Mann Europas, -0,7%. Er ist trotzdem nicht Kanzler geworden, aber kurze Zeit später ist auch Schröder nicht mehr Kanzler gewesen. Damit will ich jetzt eine Verknüpfung zwischen der Politik und dem Wirtschaftswachstum, also Politik, achtet sehr darauf, dass die Wirtschaft wächst, weil sie Wachstumspolitik betreibt. Also durchschnittlich preisbereinigt jetzt wächst über die letzten 10 Jahre das Bruttoinlandsprodukt um +1,2%. Jetzt ist die Frage, ist es genug oder nicht? Da wird immer heftig diskutiert und die Wachstumsraten in den Industrieländern sind immer weiter zurückgegangen. Also wir hatten mal Wachstumsraten von 6%. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage ist, ist Bruttoinlandsprodukt ein Wohlstandsmaß? In der Öffentlichkeit wird dies häufig als genereller Wohlstandsindikator angesehen, obwohl es dafür gar nicht konzipiert ist. Das ist nicht meine Aussage, sondern vom Statistischen Bundesamt. Und man muss auch sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt nur eine begrenzte Aussagefähigkeit hat. Und zwar, erstens, nur um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie, was Sie nicht machen sollten, wenn Sie Ihr Auto gegen den Baum fahren, dann wird der Schaden nicht negativ im Bruttoinlandsprodukt berechnet. Aber die Reparatur, die dann vielleicht 5.000 Euro kostet, steigert das Bruttoinlandsprodukt. Ja?
Wir steigern das Bruttosozialprodukt, indem wir Schäden verursachen, unter anderem. Ja? Wenn beispielsweise Umweltschäden repariert werden müssen, die Geld kosten, dann wird es in Marktpreisen ja verrechnet. Der Ressourcenabbau, nämlich die Naturzerstörung, Naturvermögenverlust und so weiter, wird nicht im Bruttoinlandsprodukt berechnet. Der Verzehr von fossilen Energien beispielsweise. Dann wohlfahrtssteigernde Leistungen, die nicht in Marktpreisen abgerechnet werden, wie zum Beispiel Hausarbeit, Ehrenamt oder Eigenarbeit, werden nicht im Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt. Oder schließlich wohlfahrtsbestimmende Faktoren, also das, was Wohlfahrt mit ausmacht, nämlich die Frage, ob der soziale Zusammenhalt existiert, wie die Bildung aussieht, wie man beispielsweise, ob man Zeit hat für bestimmte, wenn man so will, eigene Tätigkeiten. Das wird nicht berücksichtigt. Also das ist ein Maß für die Wirtschaftsleistung gemessen in Marktpreisen. Wir haben, wenn wir kein Wachstum haben, ein Problem. Das war vor kurzem im Spiegel ein Titelblatt, die fetten Jahre sind vorbei, hier im Mai. Die fetten Jahre sind vorbei, das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es jetzt uns schlechter geht. Da gibt es bestimmte Aussagen, der Gürtel enger schnallen und so weiter. Aber dann kam vom Statistischen Bundesamt die Meldung, das Bruttoinlandsprodukt legt im ersten Quartal 2019 um 0,4% zu. Was hat dann das Manager-Magazin getitelt? Manager-Magazin gehört übrigens zum gleichen Konzern wie der Spiegel, hat dann getitelt, die deutsche Wirtschaft schafft Comeback. Und da muss ich noch dazu sagen, in der Welt stand folgender Artikel: Die Rückkehr des lebenden Toten. Die deutsche Wirtschaft wächst nach der beinahe Rezession wieder. Und dann ehrlich, also Zitat, ja? Der Weltuntergang muss abgesagt werden, zumindest vorerst. Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Also, jetzt können wir wieder beruhigt sein. Der Weltuntergang ist noch nicht, vorerst zumindest, noch nicht da. Jetzt ist die Frage, ist das alternativlos? Also nochmal, es sollte sich jeder von Ihnen sollte mal in sich gehen und überlegen, wie gehen Sie mit der Frage Wachstum, wachsender Wirtschaft um? Ist das für Sie ein positives Signal? Sind damit Probleme verbunden oder ist es Ihnen egal? Ja? Also im Grunde muss jeder überlegen, also ich muss für mich sagen, als ich studiert habe, haben wir uns 72, ich habe 72 studiert, haben wir uns mit dem Thema Grenzen des Wachstums auseinandergesetzt. Und deswegen bin ich auch zur Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik gekommen, weil ich überlegt habe, nicht nur ich persönlich, sondern viele andere. Deswegen bin ich ja seit 30 Jahren im BUND, im Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen, gemeinsam mit Hans-Christoph Binswanger, der leider im letzten Jahr gestorben ist, mit Hans Nutzinger, mit Angelika Zahnt, die ehemalige oder die Ehrenvorsitzende des BUND, oder Joachim Spangenberg, der Sprecher des Bundesarbeitskreises Wirtschaft und Finanzen. Deswegen beschäftige ich mich ja damit, mit der Frage, wie gehen wir eigentlich mit unseren vorhandenen Ressourcen, wie gehen wir damit um? Welche Alternativen gibt es und welche Entwicklung in eine Wirtschaft, die nicht im Grunde Umwelt zerstört? Es gibt eine Publikation aus dem Jahr 1983 von Hans-Christoph Binswanger und Hans Nutzinger, Arbeit ohne Umweltzerstörung. Also eine doch sehr lang zurückliegende
Publikation, die aber immer noch interessant ist zu lesen. Also nochmal zurück, ist Wachstumspolitik alternativlos? Jetzt gehe ich mal auf einen Klassiker der Ökonomie, nämlich Josef Schumpeter. Und alle, die Josef Schumpeter im Mund führen, die sagen, naja, Josef Schumpeter, das ist der mit der schöpferischen Zerstörung. Und er sagte, und ich habe das mal ein bisschen ausführlicher zitiert jetzt, er sagte, das ist das wesentliche Faktum des Kapitalismus. Er hat gesagt, es geht um eine industrielle Mutation, der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus, also der Kapitalismus entwickelt sich von innen heraus, nicht von außen durch den Staat beeinflusst, sondern von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft. Dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum. Darin besteht der Kapitalismus und darin muss auch jedes kapitalistische Gebilde leben. Jetzt ist die Frage, ist das Wachstum, ist damit Wachstum gemeint oder ist es eine evolutionäre Veränderung, Entwicklung? Also ich interpretiere so, es ist nicht gesagt, Schumpeter vertritt nicht die Auffassung, dass der stetig wachsen muss, sondern er verändert sich stetig. Und dann gibt es noch ein zweites Buch, das ich Ihnen auch empfehlen würde, bei Gelegenheit mal, das ist ein dünnes Bändchen, Fernand Braudel, der hat auch drei dicke Bände geschrieben, aber das ist eine Vorlesung, die er in Harvard gehalten hat, 1976, die Dynamik des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist in seinem Wesen nach konjunkturabhängig. Noch heute liegt eine seiner großen Stärken darin, dass er sich leicht anpassen und umorientieren kann. Das ist eine Hoffnung. Ja? Das ist zumindest von der Wirtschaftsstruktur her, von der Wirtschaftsordnung her die Hoffnung, dass wir in eine Postwachstumsökonomie auch im Kapitalismus kommen können, wenn. Und da kommt jetzt die zweite Aussage, Wachstum und Erfolg des Kapitalismus basieren auf gesellschaftlichen Bedingungen. Erforderlich ist ein weitgehender Friede in der sozialen Ordnung sowie eine gewisse Neutralität oder Schwäche oder Nachsicht des Staates, wenn sich der Staat relativ zurückhält. Und jetzt kommt ein dritter, den Sie, denke ich, alle kennen, zumindest kennen sollten, nämlich Ludwig Erhard. Wohlstandsmehrung durch Expansion. Jetzt kommt die Wachstumsphilosophie, aber Sie werden überrascht sein, ich komme auf Erhard nochmal zurück später. Und diese Wachstumsphilosophie, die zeigt sich in der Aussage, dass es immer leichter ist, den Kuchen zu verteilen, das Bruttoinlandsprodukt zu verteilen, wenn es größer ist als Auseinandersetzung um die Verteilung eines kleinen Kuchens oder nicht wachsenden Kuchens, weil auf solche Weise jeder Vorteil mit einem Nachteil bezahlt werden muss. So, das ist die Auseinandersetzung um das Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt. Jetzt zitiere ich mal einen aktuellen libertinäre Position. Kennen Sie Peter Thiel? Sagt der Name Ihnen was? Ja? Genau. Er hat nicht PayPal gegründet, sondern er hat PayPal finanziert. Er ist ein Finanzier in Silicon Valley. Ja, also er ist jemand, der sowas wie Gründer finanziert. Und Peter Thiel wurde vor kurzem in der Neuen Zürcher Zeitung interviewt und da hat er genau das gesagt, was Erhard 1957 in dem Wohlstand für alle gesagt hat. Solange der Kuchen wächst, und das ist jetzt ein Zitat, solange der Kuchen wächst, gibt es mehr für alle. Wenn auch für die einen noch mehr als für die anderen. Wenn der Kuchen nicht mehr wächst, ändern sich die Spielregeln. Was die einen mehr bekommen, erhalten die anderen weniger.
Und wir wissen ja, wer mehr bekommt und wer weniger bekommt. Die Reichen bekommen mehr, die Armen bekommen weniger. Und dann sagt er etwas, was, also er sagt, Wachstum ist notwendig. Wachstum der Wirtschaft ist für die politische Stabilität notwendig. Und er lobt den amerikanischen Präsidenten und sagt, genau der macht nämlich eine disruptive Politik, also eine zerstörerische Politik. Er zerstört alles, was den Wachstumsprozess behindert in den USA. Und dann sagt er, da ist er, also Trump, den meisten europäischen Leadern voraus, die von einer Postwachstumsökonomie fabulieren und im Ernst glauben, sie könnten die demokratischen Institutionen ohne wirtschaftliches Wachstum erhalten. Vergiss es, es sind Hirngespinste. Zitat Ende. Also ein Libertinärer sagt natürlich etwas, was in seinem, wenn man so will, in seinem Weltbild stimmig ist. Klar. Wir müssen wachsen, damit die Armen auch ein Stück vom Kuchen noch bekommen. Ja? Weil wenn der Kuchen kleiner wird, dann müssen wir den Armen ja was wegnehmen und das wird uns die politische Stabilität kosten. Warum stetiges Wachstum? Wachstum steigert den materiellen Wohlstand, Wachstum erhöht die Beschäftigung, Wachstum erleichtert die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, Wachstum sorgt für Abbau der Staatsschulden. Das sind die Gründe für Wachstum. Jetzt sage ich mal, gerechte Verteilung. Annahme, alle Einkommensbezieher erhalten etwas mehr vom Kuchen. Es ist allerdings so, dass trotzdem Wachstum, ich habe ja das Wachstum gezeigt, also die von den 2,8 Billionen auf 3,3 Billionen. Also trotzdem ist die Verteilung ungleicher geworden. Arbeitsplätze entstehen, durch Wachstum entstehen Arbeitsplätze. Die steigende Arbeitsproduktivität führt letzten Endes zum Verlust von Arbeitsplätzen. Arbeitsplätze entstehen vor allem im Niedriglohnsektor, prekäre Arbeitsplätze teilweise. Soziale Systeme sind finanzierbar. Die Annahme, dass die Renten- und Arbeitslosenversicherungen über mehr Mittel verfügen. Die Sozialkassen sind im Wesentlichen immer klamm. Die Erhöhung der Beiträge hat in den letzten Jahren stattgefunden und auch die Reduzierung der Leistung. Sie kennen vielleicht Thomas Piketty, der in seinem Buch geschrieben hat, also Kapital im 21. Jahrhundert, wenn man so, die Vermögen wachsen stärker als die Wirtschaftsleistung. Die Kapitalrendite steigt stärker als das Wirtschaftswachstum und damit auch die Ungleichheit innerhalb der Gesellschaften. Die OECD-Studie von 2015 belegt es nach wie vor, nämlich die reichsten 10% verfügen in Deutschland laut einer Studie über 60% des Vermögens, die ärmsten 60% kommen lediglich auf 6% des Gesamtvermögens. Und zum Abschluss nochmal eine Kurve, das haben wir schon gesehen, ja? Und jetzt die Frage, wie hat sich die Staatsverschuldung entwickelt? Sie ist stetig gestiegen bis zum Jahr 2015. Ab dem Jahr 2015 ist die leicht zurückgegangen. So, ist die Frage also Wachstumswende. Wir hatten im Bundestag eine Enquete-Kommission, und zwar vom Jahr 2010 bis 2013. Ich glaube, keiner von Ihnen erinnert sich an die Aussagen oder an die Ergebnisse dieser Enquete-Kommission. Oder gibt es jemanden? Also diese Ergebnisse sind im Wesentlichen verpufft. Also verpufft heißt, es gab keinen Impuls. Eigentlich war das ja der Auftrag, Wege zu nachhaltigem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft herauszufinden. Die Absicht der Kommissions, der Mehrheit, nicht aller, der Mehrheit der Kommissionsmitglieder war, dass nichts dabei herauskommt. In der Wirtschaftswoche stand Anfang 2013 Trauerspiel intellektueller Bedürftigkeit. Also das, was da veröffentlicht wurde,
als Mehrheitsmeinung ist ein ziemliches Problem gewesen. Daraufhin hat die, wenn man so will, Oppositionsgruppe um den grünen Politiker Ott eine sogenannte Wachstumswende, ein Netzwerk Wachstumswende aufgebaut. Ich bin da auch dabei, also so am Rande, ein bisschen mit, kriege also so mit, was da im Wesentlichen läuft. Und es gibt auch einen Blog dazu, es gibt sehr viel Informationen über Veranstaltungen und so. Also, ich möchte nur aus dem Leitbild deutlich machen, das ist ein verbindendes Element in das Interesse an einer Wirtschaft, die nicht ausschließlich auf monetäres Wachstum ausgerichtet ist und sich jenseits von Wachstumszwängen bewegt. In dem Rahmen werden also Untersuchungen vorgenommen, die etwas mit wirtschaftlichen Ansätzen zu Alternativen vornimmt. So, das Netzwerk Wachstumswende. Das heißt also, es ist doch etwas passiert aus dieser Enquete-Kommission, dass diejenigen, die damals in der Opposition waren, die also nicht diese Mehrheitsmeinung unterzeichnet haben, dass die eben eine zivilgesellschaftliche Organisation ins Leben gerufen haben, eben dieses Netzwerk Wachstumswende. Die Wahrnehmung dieses Begriffs ist ja so, dass wir sagen, Wachstum wird als Fortschritt wahrgenommen, die Ökonomie wird als Organismus interpretiert, je nach wirtschaftlicher Lage gesund oder krank. Der kranke Mann Europas, als 2003 die Wirtschaft um ein paar Prozent gesunken ist oder 1,7% gesunken ist. Die wachsende Wirtschaft wird als gesund bezeichnet. Was aber ist gesund an einer wachsenden Wirtschaft, an einem dauerhaften Wachstum? Jetzt, wir können ruhig sein und konsumieren. Ich komme ja aus Nürnberg und in Nürnberg sitzt ja die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, die auch monatlich ihren Konsumklimaindex wieder publiziert und sagt, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Also wenn der Konsumklimaindex gut ist, König Kunde sein Land aber nicht ruiniert. Es gibt ja ein Buch von Bernhard Pötter, Kunde König ruiniert sein Land. Konsum ist ja ein entscheidender Wachstumstreiber. Die Inlandsnachfrage hat den Export einigermaßen ausgeglichen. Also Frage, ist es so, ist es notwendig? Also, das war jetzt der Abschluss zu dem Thema Wachstum, Wachstumsidee. Wir sollen mehr konsumieren, damit wir immer mehr wachsen. Nun gibt es allerdings eine Überlegung, die gegen die Lehrmeinung, dass die Wirtschaft stetig wachsen muss, besteht, und zwar die Konzeption Postwachstumsökonomie. Und da gehe ich nur ganz kurz darauf ein, dass es eben eine ganze Reihe von Publikationen gibt, angefangen von den Grenzen des Wachstums über die neuen Grenzen oder die Wachstumsupdate von Meadows und anderen. Und Dennis Meadows, der Autor der Studie von 1972, der hat in einem Interview mal gesagt, wir haben damals aufgezeigt, wie der Richtungswechsel eingeleitet werden könnte und gingen von der Umsetzung binnen eines Jahrzehnts aus. Wir haben gewarnt, dass eine weitere Verzögerung wachstumsbremsender Maßnahmen um 20 oder 30 Jahre die Lösung des Problems erschweren würde. Und genau das ist ja der Fall. Die Vorschläge wurden nicht aufgegriffen. Wir leben in einem begrenzten Umweltraum. Ich glaube, das wird keiner bestreiten. Der begrenzte Umweltraum, wir haben nicht vier Planeten, wir haben keinen Planet B als Alternative. Und das lässt sich zitieren aus der Untersuchung Zukunftsfähiges Deutschland aus dem Jahr 1996. Das war die erste Publikation vom BUND damals mit Miserior zusammen. Der Umweltraum bezeichnet also den Raum, den die Menschen in der natürlichen Umwelt benutzen können, ohne wesentliche Charakteristika nachhaltig zu beeinträchtigen. Es geht also um die ökologische Tragfähigkeit.
Wenn wir, also ich könnte jetzt auch noch den Astronauten Alexander Gerst zitieren, der immer wieder bei den Interviews sagt, eigentlich müssten alle Menschen mal auf die ISS und dann von oben auf den Planeten gucken und sagen, wo sind wir eigentlich, wie gut geht's uns. Also es fabulieren etliche vom Mars. Er hat dann in einem Interview gesagt, der Mars ist ein total kalter Ort. Es wird keiner dort leben wollen. Aber es gibt etliche, die davon fabulieren. Ja, wenn es uns da nicht, wenn wir die Erde, wenn wir das alles zerstört haben, dann gehen wir zum Mars. Dann sind wir vielleicht 9 Milliarden Menschen auf der Erde und wie wollen die 9 Milliarden Menschen, naja gut, da gibt es vielleicht ein paar hundert, die dann auswandern. Aber ich will darüber nicht fabulieren, weil das ist meiner Ansicht nach hirnrissig. Wir haben planetare Grenzen. Und diese Untersuchung von Rockström und anderen über die Planetary Boundaries, die zeigen, dass wir bei der Biodiversität, bei der Artenvielfalt schon die planetaren Grenzen überschritten haben, dass wir bei dem Stickstoffeintrag die planetaren Grenzen überschritten haben und dass wir auf dem besten Weg sind, beim Klimawandel die planetaren Grenzen zu überschreiten. Wir haben ja eine Vorstellung davon, dass wir die CO2-Emissionen möglichst reduzieren müssen. Also nicht über 400 ppm pro Kubikmeter hinaus. Aber es scheint so zu sein, dass die wesentlichen Akteure das zwar anerkennen, es gibt auch welche, die das leugnen, aber okay, das ist eine Handvoll. Aber es gibt auch eben nicht unbedingt den Willen, gemeinschaftlich daran zu handeln. Obwohl das Pariser Klimaabkommen von Dezember 2015 ja eigentlich eine solche Vorstellung entwickelt hat. Die Beanspruchung der Natur ist nicht zukunftsfähig. Die Industriegesellschaften sind ja im Wesentlichen diejenigen, die eben die fossilen Energien benutzen. Die Entnahme von Ressourcen und die Transformation ist mit umweltunverträglichen, mit umweltbelastenden Abfällen und Emissionen verbunden. Das materielle Wachstum in den Industrieländern findet auf Kosten anderer Weltregionen statt. Und die vorherrschende Wirtschaftsmodell kann natürlich nicht Vorbild für Länder sein. Aber wir sind auch nicht in der Lage, den anderen Ländern vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Also müssen wir versuchen, unsere eigenen Aufgaben zu erledigen. Es gibt eine Idee davon und diese Idee ist die sogenannte Zukunftsformel der Rio+20-Konferenz aus dem Jahr 2012. Green Economy. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass ein grünes Wirtschaftswachstum herstellbar sei. Baustein sind Energie- und ressourcensparende Technologien, Investitionen in regenerative Energien zur Verringerung von CO2-Emissionen und Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität sowie der Ökosysteme. Alles richtig, ja, alles sinnvoll. Die Frage ist nur, wird das die Lösung sein oder ist das die Lösung? Da gibt es heftige Streits, auch innerhalb der Grünen oder der alternativen Bewegungen. Es gibt beispielsweise einen ehemaligen Vorsitzenden der Heinrich-Böll-Stiftung, nämlich Ralf Füchs, der eine Publikation geschrieben hat, Intelligent wachsen, der genau diese Vorstellung entwickelt hat, welche Technologien notwendig seien. Also die Frage, das eine muss schrumpfen, das andere muss wachsen. Diese Idee der grünen Wirtschaft ist eigentlich schon, also ist nicht sehr neu. Es ist eine Zeitschrift gewesen, also ich bin ja schon länger dabei in dem Kontext und wir haben uns in unseren Lehrveranstaltungen auch immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Und da haben wir auch Arbeitsgruppen, Projektarbeiten und so weiter gemacht.
Und eine Zeitschrift, die es gar nicht mehr gibt, nämlich Forbes, hat 1994 mal getitelt, die grüne Zukunftschance. Ja, und hat dann so beschrieben, die Industriegesellschaft kann wirtschaften wie bisher, allerdings eben mit Rücksicht auf die Umwelt, also Umweltpolitik. Und im Grunde eigentlich, wirtschaftliches Wachstum sorgt für Wohlstand und sozialen Ausgleich. Das war die Idee, die mit grüner Wirtschaft eigentlich verbunden ist. Wäre ja schön, wenn so funktionieren würde. Aber ich habe ja auch gar nichts dagegen, ressourcensparende Technologien zu entwickeln oder Schutz der Biodiversität. Das ist ja auch notwendig, ist ja auch wichtig. Die Frage ist, ob es ausreicht. Wir haben zwei Studien, auf die ich nur hinweisen will. Das sind zwei Studien, die der BUND mit, einmal mit Miserior und zum anderen die zweite, die seit 2008 erschienen ist, Zukunftsfähiges Deutschland 2. Die ist mit Brot für die Welt, mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst damals publiziert worden. Das sind so viele Ideen auch enthalten, die eigentlich heute immer wieder auch in Publikationen veröffentlicht werden. Das ist übrigens eine Studie, die damals vom Wuppertal-Institut mit im Wesentlichen geschrieben wurde, natürlich mit Inspirationen und so weiter, auch aus dem Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen. Was bedeutet nachhaltige Entwicklung? Was bedeutet Zukunftsfähigkeit? Zukunftsfähigkeit kann über Effizienz erreicht werden, das ist klar. Ja? Indem man mehr Nutzen aus dem Einsatz von Materie und Energie zieht. Das hat der Ernst-Ulrich von Weizsäcker ja in seinem Buch Faktor 4 deutlich gemacht. Er hat gesagt, wir können den Wohlstand verdoppeln, indem wir den Ressourcenverbrauch halbieren. Also Faktor 4 ist im Grunde eigentlich eine Formel, die in der Zwischenzeit gerade für die Effizienzrevolution ganz relevant ist. Ressourcenproduktivität erhöhen. Der zweite Aspekt ist Konsistenz, also das heißt, der Einsatz von naturverträglichen Technologien. Das heißt also, wir müssen darauf achten, wie wir mit Ökosystemen umgehen, wie wir mit dem Naturvermögen umgehen. Und die dritte Perspektive ist Suffizienz. Ah, das wird aber jetzt schwieriger. Also mit Konsistenz und Effizienz, ja, da können wir gut mit leben. Aber weniger Verbrauch von Ressourcen durch weniger materiellen Konsum, das wird schwierig. Aber das ist ja genau mit der Postwachstumsökonomie verbunden. Wir haben da wiederum mehrere Publikationen und Sie werden ja nächste Woche von Herrn Schmelzer hören, welche Positionen formuliert werden. Er hat ja da mit Frau Vetter, Andrea Vetter, glaube ich, ein Buch dazu veröffentlicht. Aber Tim Jackson ist das Buch Wohlstand ohne Wachstum oder das Buch von Nico Pech, Befreiung vom Überfluss. Oder das, worauf ich mich beziehe, ist das Buch von Uwe Schneiderwind, dem Präsidenten des Wuppertal-Instituts, und Angelika Zahnt. Also, damit gutes Leben einfacher wird und die Frage, wie sieht eigentlich Suffizienzpolitik aus? Nochmal, drei Aspekte. Einerseits die Frage des Einsatzes umweltfreundlicher Technologien, also Konsistenz. Zweitens die Frage der Anwendung von produktiven, effizienten Maßnahmen, wie zum Beispiel weniger Ressourcenverbrauch, weniger Energieverbrauch und drittens das richtige Maß finden, nämlich die Frage von Suffizienz. Ich habe ja gesagt, ich werde nochmal auf Ludwig Erhard zurückkommen und genau da, in dem Punkt, komme ich auf ihn deshalb zurück, weil er in seinem Wohlstand für alle 1957, also in einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade mal knapp über 10 Jahre zu Ende, wir sind immer noch in der Wohlstandsentwicklung, Wachstumsgesellschaft,
hat er Folgendes geschrieben, und das können Sie nachlesen auf der Seite 233 in seinem Wohlstand für alle. Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer richtig und nützlich ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtsleistung, Verzicht, auf diesen Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße, mehr Erholung zu gewinnen. Zeitwohlstand, ja? Hat es nicht so formuliert. So, Verzichtsleistung, so will ich das Suffizienz nicht verstanden wissen, aber er formuliert es da so, 1957, in einer Zeit, wo niemand daran gedacht hat. Aber er hat gesagt, wir werden mit Sicherheit dahin kommen. Jetzt sind wir einige Jahrzehnte später. Sind wir an dem Punkt oder nicht? Ich vermute die Mehrheit der Gesellschaft nicht, weil wir immer mehr wollen. Aber es gibt doch eine ganz wichtige Entwicklung innerhalb unserer Gesellschaft, die in der Zivilgesellschaft angekommen ist, in der Weise, dass wir sagen, wollen wir wirklich immer mehr oder geht es uns nicht gut? Und wie gehen wir eigentlich mit dieser Entwicklung, die wir zukünftig, also gestalten wollen, wie wollen wir dies in einem begrenzten Umweltraum, in einem Raum, wo planetarische Grenzen existieren, wie wollen wir das machen? Jetzt sagen die klassischen Ökonomen oder die neoklassischen, die liberalen Ökonomen sagen, Technologie. Mit Technologie schaffen wir das alles. Ja? So, das ist die eine. Das ist ihre, wie der in der Wirtschaftswoche geschrieben hat, ihre intellektuelle Lehre. Also, weil das eine einfache Antwort ist. Natürlich brauchen wir Technologie, aber die Frage ist, wohin soll es gehen? Und eine wesentliche Frage, das ist übrigens ein Bild aus einer Schweizer Diskussion unter Architekten, Suffizienz, wie bitte? Was wollen Sie? Suffizienz? Was heißt das eigentlich? Suffizienz heißt ausreichend genug, nicht Verzicht, ausreichend genug. Weniger ist mehr, gut leben statt viel haben. Oder gerechte Verteilung des materiellen Wohlstands sorgt für Frieden in der Gesellschaft. Gerechtigkeit ist übrigens ein wichtiger Friedensstifter. Wenn wir nicht gerecht leben, wenn die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird, wird es schwierig. Das hat der Herr Thiel nicht so verstanden. Es geht um das richtige Maß finden in einer begrenzten Welt. Suffizienz ist ein Querschnittsthema. Und für mich ist es eine der entscheidenden Folien. Und zwar deswegen entscheidende Folien, weil hier steht sehr viel, worum es bei Suffizienz geht. Es geht nicht allein um das, was man immer gerne vermutet, nämlich, dass man sagt, es betrifft das individuelle Verbraucherhandeln. Also das Individuum soll verzichten. Es geht um darum, also übrigens in dieser Enquete-Kommission Wohlstand, Lebensqualität, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, ist von der Mehrheitsfraktion gesagt worden, Suffizienz, ja, schön und gut, aber das sind freiwillige Verhaltensänderungen, mehr nicht. Das können ja welche machen. Die können sich ein Fahrrad nehmen, die können auf die Flugreisen verzichten und so weiter. Ist ja alles nett und schön, aber das gilt nicht für die gesamte Gesellschaft. Damit ist es aber nicht gemeint. Das ist nicht gemeint, sondern also dieses Verhalten und Lebensstile allein, sondern das gehört dazu. Aber es gehört auch Werte und Leitbilder dazu. Es gehört dazu, dass Märkte sich entwickeln. Es gehört dazu, dass sich die Infrastruktur entwickelt. Das heißt, man muss auch in der Lage sein, sein individuelles Verhalten entsprechend gestalten zu können. Ja? Also wenn es heißt, ja, Sie müssen mehr mit der Bahn fahren, aber die Bahn fährt nicht oder fährt nur ganz schlecht oder wie auch immer, dann ist das individuelle Verhalten nur mit
Beeinträchtigung möglich. Also wie gesagt, für mich ist dieses Puzzle hier zeigt auf, dass es mehr ist als nur eine Richtung. Es gibt nicht nur eine Antwort, es gibt viele Antworten. Viele Antworten heißt, die Politik ist auch gefragt. Oder die Forschung, Bildung und Entwicklung. Also Suffizienz ist ein Querschnittsthema. Und jetzt komme ich zu dem Thema Suffizienzpolitik. Was ist damit gemeint? Es sind im Grunde vier Aspekte, die relevant sind. Der erste Aspekt ist, es muss eine neue Ordnungspolitik geben. Also der Rahmen, die Leitplanken, die der Staat setzt, die Gesellschaft setzt, die müssen neu geordnet werden. Zweitens, es geht um das rechte Maß. Welche Vorstellung damit verbunden ist? Also orientieren. Es geht ums Orientieren. Drittens, um das Gestalten, nämlich Politik für ein gutes Leben in den Bereichen. Und ich beziehe mich jetzt nur auf drei Bereiche. Wohnen, Mobilität, Ernährung. Es gibt noch mehr Bereiche. Aber in diesem Gestaltungsbereich, und wir diskutieren sehr viel, ich komme auf die einzelnen Aspekte noch zu sprechen, wir diskutieren im Moment sehr viel über Mobilität. Es wird sehr viel diskutiert über Ernährung. Es wird sehr viel diskutiert über Wohnen. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, in Berlin hat der Haus- und Grundstückseigentümerverband oder der Verband Haus und Grund den Eigentümern empfohlen, die Mieten jetzt zu erhöhen. Warum? Weil in Berlin diskutiert wird, einen Mietdeckel für die nächsten 5 Jahre festzulegen. Also, dass die Mieten nicht erhöht werden dürfen. Das ist eine politische Diskussion, ist völlig klar. Sie haben ja vielleicht auch mitbekommen, dass es in Berlin ja auch Enteignungsdebatten gibt. Also Frage, ob große Wohnbaugesellschaften wie die Deutsche Wohnen oder die Vonovia, ob die enteignet werden dürfen. Im Grundgesetz wäre dies eigentlich nach Grundgesetzartikel möglich. Also im Gemeinschaftssinn kann man Eigentum enteignen, aber darum, im Grunde geht es gar nicht so sehr darum, sondern es geht um die Diskussion, ist Wohnen noch bezahlbar, insbesondere in den Metropolen, ob das in München ist, Hamburg oder Berlin. Und wenn jetzt müssen wir mal vorstellen, der Verband der Haus- und Grundeigentümer empfiehlt ihren Mitgliedern, dass sie jetzt die Mieten erhöhen sollen. Ich weiß nicht, was in dieser Gesellschaft los ist. Also wenn hier solche Debatten laufen, natürlich, es wird nicht zu Enteignungen kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl die Kurse der Unternehmen wie Deutsche Wohnen oder Vonovia aufgrund der Diskussion allein über Enteignungen zurückgegangen sind. Also die sind ja im MDAX. Also im zweiten DAX gelistet, Vonovia. Ja? Und da haben sie ungefähr 5 oder 6% an Kurseinbrüchen. Okay, wir diskutieren in dieser Gesellschaft über Gerechtigkeit. Und der letzte Punkt wäre das Ermöglichen, also Ressourcen für Politikfelder bereitstellen. So, und ich gehe jetzt mal ganz kurz auf diese 4 Punkte ein. Und das soll deutlich machen, Perspektiven für Suffizienzpolitik. Erster Punkt ist, welcher Rahmen soll formuliert werden? Wir bräuchten eigentlich neue Wohlstandsmaße. Nicht das Bruttoinlandsprodukt ist ein Wohlstandsmaß. Das hat übrigens das Statistische Bundesamt ja auch so formuliert. Es geht um neue Politikfelder. Also die Frage der Wettbewerbspolitik, die Steuerpolitik müsste so gestaltet werden, dass Gemeingüter nicht übernutzt werden. Gemeingut, ein wesentliches Gemeingut ist Boden, ein wesentliches Gemeingut ist Wasser. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit
durch Verteilungspolitik gestaltet wird. Das ist übrigens eine Studie Gleichheit ist Glück von Wilkerson und Pickett aus dem Jahr 2009, ein ganz wichtige Erkenntnis. Ich weiß jetzt nicht, ob über neue Wohlstandsmaße schon jemand was gesagt hat aus der Enquete-Kommission. Ich will da jetzt auch weiter gar nicht drauf eingehen. Ich sage nur, Wohlstandsmaße müssen mehr als materieller Wohlstand sein. Es geht um Soziales und um Teilhabe. Es geht um Ökologie, um Natur. Und die müssen sich in den Wohlstandsmaßen wiederfinden. Dann der zweite Punkt, orientieren. Das rechte Maß finden für Zeit und Raum, für Besitz und Markt. Und zwar insbesondere für das Thema gut leben statt viel haben. Es geht nicht so sehr um materiellen Wohlstand, um Dinge, die wir uns kümmern müssen, wofür wir keine Zeit haben, sondern es geht um das, was Ludwig Erhard 1957 eigentlich auch schon ausgedrückt hat, nämlich die Frage, reicht es nicht aus, materieller Wohlstand? Wie oder wann reicht materieller Wohlstand aus? Das Interessante ist, dass John Maynard Keynes schon in den 30er Jahren etwas über die Wirtschaft in seiner Enkel geschrieben hat. Und da hat er eine Zukunftsvision entwickelt, dass er gesagt hat, die werden nur noch ein paar Stunden arbeiten müssen, weil sie so viel materiellen Wohlstand angehäuft haben, dass sie nicht, also vor dem Zweiten Weltkrieg war das, dass sie nicht mehr viel arbeiten müssen. Davon können wir nur träumen. Orientierung für ein gutes Leben bedeutet einmal Entschleunigung, zweitens Entflechtung. Entschleunigung heißt also Geschwindigkeit rausnehmen. Entflechtung heißt mehr regionalen Bezug her, Nähe stärken, Übersicht gewinnen. Entrümpelung heißt weniger Reparatur wiederbeleben, weniger materielle Güter und schließlich Entkommerzialisierung. Das ist übrigens eine Publikation von Wolfgang Sachs, damals in den 90er Jahren, der diese vier Punkte aufgezeigt hat und gesagt hat, was ist eigentlich gutes Leben? Also gutes Leben entschleunigen, weniger Geschwindigkeit, Entflechtung, regionaler Bezug, entrümpeln, also nicht immer was Neues kaufen, sondern reparieren, entkommerzialisieren, nicht alles dem Markt überlassen, sondern auch selber etwas machen. Eigenarbeit. So, und jetzt komme ich mal auf diese drei Gestaltungselemente einer Suffizienzpolitik, nämlich Wohnen, Mobilität und Ernährung. Wenn wir Wohnen uns betrachten, dann ist es ja so, dass wir, wenn wir über Stadt reden, heute häufig die Frage, wie ist denn eigentlich das Leben in der Stadt? Ist die Stadt lebenswert? Es ziehen immer mehr Leute, Menschen in die Stadt. Ist es lebenswert? Wird es immer mehr in die Situation gedrängt, dass das immer mehr Verkehr ist, immer lauter wird? Wie ist die öffentliche Infrastruktur? Wie ist denn die regenerative Energieversorgung? Wie ist es mit dem Flächenverbrauch? Städte weiten sich aus. München zum Beispiel möchte gerne in den Norden wachsen. Das sind die Landbewohner, die Bauern insbesondere, die dort noch ihre Felder bewirtschaften dagegen. Jetzt will man versuchen, mit ihnen einig zu werden in der Form, dass man nicht die Enteignung nutzt, sondern dass man mit ihnen Vereinbarungen trifft. Also die Frage, wie ist es mit Flächenverbrauch um die Städte herum, wenn Sie sich mal angucken, nicht nur um die Städte, sondern auch auf dem Land, also wie beispielsweise die Infrastruktur ausgebaut wurde, teilweise über Bundesstraßen oder andere, also enormer Flächenverbrauch. Wir haben in Bayern ja täglich hektarweise, 10 Hektar etwa, werden Flächen zubetoniert. Insbesondere natürlich für Logistikzentren. Schauen Sie sich da mal an den Autobahnen um. Also Herausforderung für die Stadtentwicklung ist die eine Seite.
Und der zweite Punkt ist Mobilität. Mobilität ist deshalb so interessant, weil wir diskutieren ja gegenwärtig über E-Roller, als ob das die Lösung des Mobilitätsproblems wäre. Ich will da nur ein kurzes Beispiel aus der Stadt Nürnberg erwähnen. Und zwar gibt es den sogenannten Frankenschnellweg. Kennen Sie hoffentlich oder kennt ihn jemand nicht? Okay, also der führt von Bamberg runter über Erlangen, Fürth und endet in Nürnberg plötzlich, weil das dann schmale Straßen werden. Da gibt es dann immer Stau. Und die Leute sagen, ja, die Verbindung dann zu der Tangente runter zur A9 nach München, die muss ausgebaut werden, und zwar mitten durch die Stadt. Es soll ein Schnellweg sein, Frankenschnellweg. Also der Verkehr muss fließen. Genau das ist das, was wir im Grunde eigentlich kennen als die autogerechte Stadt. Ich habe da was mitgebracht aus der heutigen Nürnberger Nachrichten. Und zwar eine Doppelseite, da heißt es, von der autogerechten Stadt zur Fußgängerzone. Und das sind historische Bilder. Das heißt, wer sich in Nürnberg auskennt, weiß gut um die Lorenzkirche herum, da gibt es Fußgängerzonen. Das war aber in den 60er Jahren so, dass da die Straßenbahn durchfuhr, dass da Autoverkehr durchfuhr. Das heißt, wir hatten eine Vorstellung in den 50er, 60er Jahren, die Stadt autogerecht zu machen. Der Verkehr muss fließen. Und wir haben vergessen, dass es Menschen sind, die in der Stadt leben. Also die Frage, jetzt wird es kritisch. Haben Sie vielleicht ein Kabel? Ja, hier ist ein Kabel. Es wird funktionieren, hoffe ich. Wo ist... Moment, hier. Nee, funktioniert nicht. Ist ein anderer Stecker. Ah ja, okay. Noch geht es, also gut, ich will, ist ja eigentlich auch schon die Zeit, ich müsste eigentlich hier langsam aufhören. Okay, zur Mobilität will ich nur sagen, wir diskutieren heute nicht mehr über die autogerechte Stadt, sondern über die menschengerechte Stadt. Hoffe ich wenigstens. Und da muss Mobilität anders gestaltet werden. Es geht um motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, rauszunehmen, teilweise auch zu bepreisen mit über Mautgelder, also wie zum Beispiel wer in die Innenstadt fährt, muss hohe Gebühren bezahlen. Das können sich dann die Reichen leisten, natürlich, das ist wieder sozial ungerecht. Aber es geht um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Mobilität um? Der dritte Aspekt ist Ernährung. Und da gibt es ein interessantes Video, Taste Waste heißt der, von Thurn. Und diese Vernichtung von Lebensmitteln, es sind immerhin ein Drittel bis zur Hälfte der produzierten Lebensmittel wird weggeworfen. Muss man sich mal vorstellen, in der Produktion und im Konsum wird ein Drittel bis zur Hälfte der Lebensmittel weggeworfen. Und das kann eigentlich keine zukunftsfähige Handeln sein. So, jetzt noch zum Abschluss einige Aspekte zum Ermöglichen. Da geht's, jetzt ist aus. Oh, das ist nett. Dankeschön. Ich muss demnächst doch das Kabel mitnehmen. Okay, danke. Sie können sich ja schon mal Notizen machen zu den Fragen, die Sie gleich stellen wollen.
oder haben sich vielleicht schon Notizen gemacht, aber also allzu lange, vielleicht noch 5 Minuten, dann. Oh ja, danke. Hätte man besser machen. Schnelldurchgang. Okay. Es ist natürlich. Okay. Danke, 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 danke. Das war's. Das ist. Danke, vielen Dank. Sehr nett. Jetzt muss ich nur sehen, kann ich hier, ja, genau. Also, es geht im Grunde eigentlich darum, dass wir über Arbeits-, Bildungs- und Gesundheitspolitik und auch Verbraucherpolitik etwas verändern, das nicht mit dem Wachstum zu tun hat, sondern die Frage von Veränderung des Lebensstils natürlich, von Arbeitsbedingungen beispielsweise, Verbraucherpolitik mit Aufklärung und Frage, wie man konsumiert, ohne, wenn man so will, die Natur zu zerstören, und natürlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das ist für mich deshalb ganz wichtig, weil es gibt hier in Bayern eine Initiative, ein Netzwerk. Dieses Netzwerk heißt Hochschulen und Nachhaltigkeit, und die Universität Bayreuth ist an diesem Netzwerk beteiligt. Und zwar als im Rahmen eines Projektes Nachhaltige Hochschulen, Kriterien zur Bestandsaufnahme. Und ist eine von 4 Pilot-Hochschulen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, und das ist ja genau das, womit Sie sich auch beschäftigen, was bedeutet eigentlich nachhaltige Entwicklung, jetzt nicht in der Bildung, sondern in der Gesellschaft. Wie können wir nachhaltige Entwicklung umsetzen? Und zum Schluss, also zusammenfassend, wenn man so will, will ich diese den Ergo-Rahmen für Suffizienzpolitik nochmal erwähnen. Und der ist entnommen aus diesem Büchlein. Das ist ein kleines Büchlein von Uwe Schneidewind und Angelika Zahnt, damit gutes Leben einfacher wird, wo es genau darum geht, wo Suffizienzpolitik beschrieben ist, also Rahmensetzung, die Frage der Gestaltung, die Frage der Ermöglichung und die Frage der Orientierung. Das, denke ich, ist relevant und ganz bedeutsam wichtig. Innerhalb der Zivilgesellschaft gibt es eine ganze Reihe von Akteuren. Beispielsweise, wir haben hier bei uns in Nürnberg in der Umgebung mehrere Angebote von sogenannten Reparaturcafés, wo jemand hinkommen kann und sein Elektrogerät, das nicht mehr funktioniert, reparieren kann, und nicht zum Händler gehen und sagen, puh, das ist kaputt. Und dann sagt er, naja, reparieren kostet mehr als ein neues, kaufen Sie sich ein neues. Urban Gardening ist beispielsweise eine Initiative, die in Nürnberg oder in der Umgebung auch von Blue Bingo, anderen Initiativen gestartet wurde, oder das Engagement für Energiewende, zum Beispiel der Film Power to Change mit Claudia Kempfert als einer der wichtigen Protagonistinnen, oder dem Hans-Joachim Fell, der sozusagen der Vater des EEG war, oder Parteien, Parlamente, Regierung. Wir haben ja die sogenannten Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen. Wir haben auch einen Rat für nachhaltige Entwicklung als Beratungsgremium der Bundesregierung. Wir haben auch eine Nachhaltigkeitsstrategie in der Bundesregierung, in der Bundesrepublik. Also da tut sich sicherlich was. Und jetzt kommt Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die Frage. Also zum Beispiel das Ziel, es gibt da 17 Ziele. Ein Ziel heißt dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, bezieht sich aber auf die gesamte Welt, bezieht sich nicht unmittelbar auf uns als Industriegesellschaft. Hier geht es also um eine andere Perspektive. Und an einem Projekt habe ich mitgearbeitet im Beirat,
Und zwar Wirtschaft, wir sind so frei, nicht zu wachsen. Unternehmen, die nicht wachsen wollen oder die nicht das Wachstumsziel formulieren, sondern die Fragen, die sagen, wir sind mit unserer Situation als Unternehmen, als wachstumsneutrales Unternehmen, sind wir zufrieden. Das heißt aber nicht, und das wäre ein Missverständnis, sie dürfen nicht wachsen. Darum geht es nicht. Wenn die Nachfrage nach Produkten, die umweltverträglich sind, die nachhaltig sind, wenn die steigt, dann werden diese Unternehmen auch mit wachsen. Ja? Aber sie haben nicht das Ziel zu wachsen. Also sie haben nicht die Vorstellung, wir müssen immer größer werden. Es gibt auch andere Unternehmen, ein Unternehmen wie Henkel beispielsweise berichtet in einem Nachhaltigkeitsbericht über seine Firmenstrategie. Henkel ist sicherlich kein wachstumsneutrales Unternehmen. Sie sind am Finanzmarkt, sie sind das Unternehmen, das sicherlich in dieser, wenn man so will, kapitalistischen Logik des Wachsens verfangen sind. Eine wissenschaftliche Publikation ist die vom Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltänderungen der Bundesregierung. Das ist der Beirat, der die Bundesregierung berät. Und diese Publikation der großen Transformation aus dem Jahr 2011 ist meiner Ansicht nach wichtig, lesenswert und notwendig für die Frage, wohin soll die Transformation gehen? Also welche Vorstellung von Transformation ist damit verbunden? Es geht um Änderung der Infrastrukturen, der Produktionsprozesse, der Regulierungssysteme natürlich, der Lebensstile und ein neues Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Hier kommen auch Lebensstile vor, aber nicht alleine. Es geht nicht allein, dass Sie sich persönlich alleine oder Sie persönlich alleine sind verantwortlich dafür, sondern es geht um eine Gesamtheit. Und also meine Aussage ist, wir leben bei einer Diskussion um die Postwachstumsökonomie in einem Suchprozess. Es geht darum zu diskutieren, welche Rolle spielt Wachstum, Nachhaltigkeit und gutes Leben. Im Sinne von, ist gutes Leben nur mit einem Wachsen, mit einer wachsenden Wirtschaft möglich? Die Volkswirte werden das sicherlich sagen, ja, ist doch klar. Nur mit einer wachsenden Wirtschaft ist Wohlstand zu sichern. Da sollte man mal Tim Jackson lesen, der eben Wirtschaft ohne Wachstum, Wohlstand auch anders formuliert. Es gibt eine ganze Vielzahl von Publikationen zu diesem Thema. Es geht also um eine Transformation weg von dem Wachstumsparadigma, von dem Lehrsatz, Wachstum ist notwendig in einer begrenzten Welt, hin zur nachhaltigen Entwicklung. Und ich denke, Ernst Ulrich von Weizsäcker hat das auch so formuliert oder so in die Richtung zumindest. Und schließlich, wir müssen die planetaren Grenzen ernst nehmen. Wenn wir die nicht ernst nehmen, wenn wir nicht Klima- und Ressourcenschutz betreiben, dann wird ein gutes Leben in Frieden und Wohlstand auf diesem Planeten in absehbarer Zeit nicht mehr so einfach sein. Ich sage jetzt nicht Apokalypse now, sage nicht nicht möglich sein, sondern nicht einfach sein, weil es eben immer mehr Konflikte gibt. Ich würde auch diese Aussage von Peter Thiel anders herum formulieren. Ich würde sagen, genau diese Kluft zwischen Arm und Reich sorgt dafür, dass die politische Stabilität gefährdet wird. Ja? Und da gehe ich zurück auf Fernand Braudel, der sagt, wir entwickeln uns nur dann sinnvoll weiter in der Dynamik, wenn es einen sozialen Frieden gibt
Und wenn wir eine Ordnung haben in der Gesellschaft, die den Zusammenhalt im Auge hat, im Blick hat. So, und auf zwei Bücher möchte ich noch hinweisen. Einmal dieses Buch, das ich schon gezeigt habe, und zum anderen die Postwachstumsgesellschaft. Das ist nochmal ein Aufriss der Diskussion über die ganz anderen Themenfelder wie Sozialversicherung und so weiter. Aber erstmal vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, dass Sie Fragen und Diskussionsbeiträge haben. Dankeschön. Vielen Dank für den Vortrag. Hier haben Sie ein kleines Geschenk. Oh, dankeschön. So, habt ihr schon danke. Fragen? Danke. Ja? Bitte. Ja, die Antwort ist natürlich, wir haben supranationale Organisationen wie die Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen, die ja bestimmte Initiativen ergriffen haben. Ich nenne jetzt nur mal die Rio-Konferenz von 1992, die Klimarahmenschutzkonvention, dann das Kyoto-Abkommen und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Abkommen, von Vereinbarungen und wenn Sie jetzt zum Beispiel China nennen, China hat meines Wissens nach eine Vorstellung davon, wie die zukünftige Entwicklung in ihrem Land aussehen wird. Es wird sicherlich nicht so sein, dass sie alles, was in der Erdkruste vorhanden ist, also Kohle zum Beispiel, verfeuern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern es gibt Untersuchungen, dass gerade in China die erneuerbaren Energien das stärkste Wachstum, also stärkste technologische Entwicklung haben im Weltmaßstab. Aber Sie haben völlig recht, China ist der größte Emittent, bezogen auf die absolute Menge. Wenn man die Pro-Kopf-Menge nimmt, also wie viel eine chinesische Person emittiert an CO2, dann liegen die weit hinten. Ja? Also wir als Deutsche emittieren 10 Kilogramm CO2 pro Kopf, 10 Tonnen im Jahr pro Kopf. Die Chinesen ungefähr die Hälfte. Also von daher, in internationalen Konferenzen wird immer über das Pro-Kopf-Emissionsniveau gestritten. Und da kommen die Entwicklungs- oder Schwellenländer und sagen, Moment einmal, ihr seid doch die großen Emittenten, also ihr, USA, die Arabischen Emirate und so weiter. Ja? Aber nicht wir Chinesen. Aber die Grundfrage ist, keine Militärmacht, keine Diplomatie, nationale Diplomatie kann die Chinesen überzeugen, sondern nur die Weltgemeinschaft, also die Vereinten Nationen. Ja? Ja. Also die Frage lautet jetzt Gerechtigkeit, sollen alle gleich sein? Das wird nicht möglich sein, das anzustreben. Aber Gerechtigkeit heißt, dass im Grunde die Chancen, die Möglichkeit der Entwicklung für alle Menschen vorhanden sein sollen. Bildung, Arbeit, Einkommen, bezahlbarer Wohnraum und so weiter. Ja, das sind meiner Ansicht nach die, es geht jetzt nicht darum, dass der Gini-Koeffizient so ist, dass alle das Gleiche haben. Also das würde ja bedeuten, dass man die Reichen enteignet und den Armen es gibt, sondern es geht um eine Frage, wo liegt denn eigentlich eine sozialverträgliche Vereinbarung innerhalb der Gesellschaft, und wo die Kluft zwischen Arm und Reich nicht so groß ist, wie beispielsweise in Ländern, in den USA zum Beispiel, wo man sich
im Grunde, oder vielleicht auch in anderen Ländern, wo man dafür sorgen muss, dass die Konflikte niedrig gehalten werden. Was würden Sie persönlich sagen, wie groß darf diese Flucht sein? Da kann ich jetzt keinen Abstand nennen. Das hat, also wir gucken auf Länder wie zum Beispiel nordische Länder, Skandinavien und so, wo dieser Abstand relativ gering ist, wo die Gerechtigkeit, das Empfinden für Gerechtigkeit eher vorhanden ist als beispielsweise in Ländern, wo die Kluft enorm groß ist. Ja, bitte. In der neoklassischen Theorie ist ja der technische Fortschritt das, was das Wachstum antreibt, aber andererseits mit mehr Wachstum gibt es auch mehr technischen Fortschritt und technischer Fortschritt ist ja auch irgendwie, was wir brauchen, um den Klimawandel zu schwächen. Und deswegen wäre meine Frage, wenn wir jetzt kein Wachstum mehr haben, gerade in den Industrieländern, würde das nicht auch den technischen oder technologischen Fortschritt hemmen oder würden Sie das anders sehen? Also die Aussage, dass technischer Fortschritt bedeutet oder Wachstum bedeutet, wir benötigen technischen Fortschritt. Technischer Fortschritt ist ja nicht unbedingt damit verknüpft, dass wir, also über das, was ich von Schumpeter versucht habe zu zeigen, der sagt ja, es gibt eine Zerstörung, er meint ja damit eine technologische, evolutionäre Veränderung. Ja? Und diese Veränderung, diese Entwicklung wird es immer geben. Die Frage ist, ob das immer mit Wachstumsraten verbunden sein muss. Ein Beispiel. Sie kennen die Firma Kodak. Kodak war Marktführer im Bereich der Fotografie, der Entwicklung von Filmen zu belichtende, also Filmrollen und so weiter, zu belichtende Filme. Und diese Firma hat, oder ein Mitarbeiter der Firma hat die Digitalfotografie erfunden. Dann hat er das den Managern gezeigt und denen wurde, die haben dann gesagt, Moment einmal, wenn wir das in den Markt bringen, werden unsere Fotoapparate kannibalisiert, also werden die kaputt gemacht. Das ist Zerstörung im Grunde. Also geh mal und tu das in die Schublade. Das wollen wir nicht. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Es ist trotzdem zur Digitalfotografie gekommen. Das heißt, ein technischer Fortschritt oder technischer Wandel hat stattgefunden. Die Frage ist, wer hat davon profitiert? Kodak nicht, weil Kodak ist nicht mehr am Markt, also nicht mehr vorhanden. Aber andere haben davon profitiert. Die Frage ist nun, ist das mit Wachstum verbunden gewesen? Es war technischer Fortschritt. Aber es war nicht unmittelbar Wachstum. Die neoklassische Theorie identifiziert technischen Fortschritt und Wachstum. Wir sagen, oder ich meine, technischer Fortschritt bedeutet nicht unmittelbar wachsende Wirtschaft. Jetzt, ja, bitte. Also zu der Frage der Transformation, da wäre jetzt beispielsweise die Studie dieses Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltänderungen, weil das eine globalere Perspektive hat, ganz interessant. Und ich denke, die Frage, es geht um Veränderung im Sinne von, was ich versucht habe deutlich zu machen, Rahmen orientieren, gestalten, ermöglichen. Es geht um eine Gesamtheit und nicht um einen Weg. Und es geht darum, dass wir nicht darauf warten, zu sagen, ja, wann sind wir denn so weit, sondern wir sollten uns auf den Weg begeben, wenn wir in Themenfeldern sind, wenn wir zum Beispiel im Bereich Mobilität sind.
dann können wir uns mit der Frage auseinandersetzen, welche Mobilität der Zukunft wollen wir eigentlich? Wollen wir eine autogerechte Stadt oder wollen wir den motorisierten Individualverkehr? Wollen wir immer mehr Lkw-Verkehr auf unseren Autobahnen? Oder wollen wir nicht was anderes entwickeln? Und welche Entwicklungsprozesse benötigen wir dafür? Und die Frage, ob das mit Wachstum verbunden ist oder nicht, ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, welche Vorstellungen haben wir von der Zukunft. Ja? Es kann Bereiche geben, die wachsen, also zum Beispiel immer mal biologische Landwirtschaft oder so, dass die wächst, sagt er, ist ja kein Problem. Aber es gibt andere Bereiche, die möglicherweise schrumpfen. Wir haben im Moment die Diskussion in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie wird als die zentrale Industrie in Deutschland bezeichnet. Und dann heißt es, wenn wir den Verbrennungsmotor, wenn man so will, langsam auslaufen lassen, dann wird diese Industrie sterben. Dann stelle ich die Frage, hat möglicherweise diese Industrie vergessen, dass sie 100 Jahre alt ist? Und ist nicht innerhalb von 100 Jahren ein technologischer Entwicklungsprozess notwendig, der vielleicht zu einer anderen Form der Mobilität führt, nämlich weniger Autos, andere Antriebssysteme? Und die Vermutung ist, und in der Energiewirtschaft ist es ja passiert, die Vermutung ist, dass ihr Geschäftsmodell zu sehr pfadabhängig war. Pfadabhängig heißt, von der Wirtschaftsstruktur her bestimmt, Beispiel Kodak, also diese Filme wurden weiterentwickelt, bis man gemerkt hat, geht nicht mehr, weil eine andere Technologie da ist. Die ersetzt sozusagen diese bisherige Technologie. Man muss sich wirklich mal erinnern, wie lange gibt es den Verbrennungsmotor? Und gibt es nicht irgendwann mal eine Änderung? Stehen wir gerade im Moment vor einer Veränderung der Strukturen? Was würden Sie sagen? Meinen Sie das so? Oder? Ja, ich stelle hier nur die Frage, wie diese Veränderung in den jetzigen Strukturen, die wir haben, überhaupt möglich ist. Das ist ja gerade die Sachen, die in den Wachstumszwängen im System inhärent sind, weil sie eben die Postwachstumsdebatte so darstellt, als könnten wir sozusagen in dem bisherigen System weitermachen und dann kommen wir automatisch irgendwann zu diesen Debatten und Postwachstum. Nein, automatisch läuft gar nichts. Also es läuft nur über einen solchen Prozess, wie wir ihn hier führen, nämlich über eine Diskussion und über Prozesse in der realen Welt. Also, und jetzt sage ich mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt da falsch liege, aber in der realen Welt passiert doch einiges. Wir haben doch die Energiewende, also im Strombereich, nicht im Mobilitätsbereich, im Strombereich. Wer hätte denn im Jahr 2000 gedacht, dass wir von ungefähr 2% erneuerbare Energien beim Strom, bei der Stromerzeugung, im Jahr 2018 bei 36% sind? Wer hätte das gedacht? Niemand. Alle hätten gedacht, die spinnen. Ja, was wollen die eigentlich? Also, so negativ sehe ich das überhaupt nicht, sondern ich sehe schon, es bedarf vieler Anstrengungen. Das kostet natürlich auch, umsonst ist das nicht zu haben. Diese Investitionen in erneuerbare Energien, das sind Milliardeninvestitionen, die zu finanzieren sind. Und wissen Sie, Sie oder wir alle bezahlen die ja mit. Die EEG-Umlage, 6 Cent pro Kilowattstunde, die zahlen wir mit. Aber wenn wir das nicht machen würden, würden wir weiterhin Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, würden wir weiterhin die zentrale Energieversorgung in der Form haben mit fossilen Energien. Und davon sollten wir wegkommen. Und wir sind auf dem Weg. Jetzt ist die Frage, reicht es aus? Und da würde ich auch sagen, es ist zu langsam, ja.
dann würde ich jetzt die Vorlesung beenden. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Noch zwei organisatorische Punkte. Wir treffen uns nächsten Mittwoch um 16 Uhr am Rondell. Für alle die sich über das nächste Semester